Gut, dann auf in die Minen, würde ich sagen. Welcome. Ich glaube, wir waren jetzt nicht zum Upgraden. Got some rare. What are you buying? Nein. Come back anytime. Ja, die Minen können teilweise auch ziemlich tricky sein. Mal sehen. Gut. Gut. Und um die beiden los zu sein, falls die Gegner uns ausschalten sollten, einmal kurz quasi Quick Save. Müssen wir uns immer nur noch um die kümmern, die jetzt gleich uns direkt voraus erwarten im Schacht. Ich muss an der Leiter kämpfen. Das ist wieder die beste Chance. Ach, na klar. Schon steht einer hinter mir. Oh, hier steht in der Luft. Okay. Ja, der Typ nervt. Muss ich anders machen. Gut. Na, jetzt kommen diese anderen Penner. Genau das wollte ich. Gut. Jetzt kann ich mich kein verdammter Axtwerfer. Doch. Natürlich, dieser Penner kann mich immer noch treffen. Mann, der Typ geht mir auf die Nerven. Mann, der Typ nervt. Gut. Deswegen, Mann ist tot. Ja, natürlich. Ach, da war immer noch jemand. Ach, das gibt's doch nicht. Oder ist das der Typ? Der war ja schnell. Wow, okay. Nicht schlecht, Typ. Muss ich lassen.
Der nervt so unglaublich die ganze Zeit. Unglaublich, wie der nervt. Na gut, aber das hätte schlimmer sein können. Besser sein können, hätte schlimmer sein können. Aktivieren das nochmal. Schrottmunition habe ich doch geholt, ne? Guck mal, da oben steht noch jemand. Ja, ein bisschen was verloren. Was soll man machen? Ist zu gefährlich, den Kettensägen-Typen nach oben kommen zu lassen. Der hält nämlich ein, zwei Messerschläge aus. Das ist zu gefährlich. Die sollten jetzt durch die Explosion draufgehen. Oh, gehen sie nicht. Okay, gut. Dann auf die altbewährte Tour. Diese Axtwerfer nerven, ganz ehrlich. Der wenigstens hoch. Gut. Diese Axtwerfer. Unglaublich. Mann, diese Axtwerfer gehen mir richtig auf die Nerven. Ihre Sturheit verhindert, dass sie sich genauso blöd verhalten wie andere Granados. Unbedingt wieder Axt werfen. Typischen Axe-Thrower. Axe-Thrower live. Okay. Na komm. Gut, das war's. Das war ganz okay. Ach, Magnum-Munition. Ja, schön wär's. Jetzt eine Broken Butterfly. Gut, auf gegen die El-Gigante. Das wird jetzt auch langwierig, aber vielleicht auch ein bisschen lustig anzusehen. Keine Ahnung. Vielleicht auch, aber auch langweilig. Auf jeden Fall ungewöhnlich, das kann ich versprechen. Sonst. Das sind extreme ressourcenverschluckende Gegner ansonsten, wenn man das jetzt nicht so gleich so macht, wie ich das gleich mache. Naja. Gut, es geht los. Es geht los. Der erste ist klar. Der wird da hoffentlich gleich versenkt. Im Magma-Becken. Und tschüss. Jetzt darf man nicht zu nah da an dem Becken sein, weil ansonsten kann er einen tatsächlich noch greifen in seinem Todeskampf und kann einen mit hineinziehen. Dann ist man natürlich sofort tot. Ist das schon zu? Ich weiß es gar nicht. Nein, ist es noch nicht. Weil ich glaube, er ist schon tot, so oder so. Gut, und jetzt geht's los. Mal sehen, ob das wieder so gut funktioniert wie letztes Mal. Nein, das wollte ich gar nicht. Okay. Das solltest du gar nicht machen, Lian. Ja, nee. Das ist viel zu viel Munitionsverschwendung. Die stecken so viel ein, das glaubt man gar nicht. Ja. Ich verstehe es nicht. Okay. Okay.
Okay. Eigentlich geht das. Ich weiß nicht, warum es gerade nicht gut besser funktioniert. Vielleicht muss ich früher runterspringen. Ja, wahrscheinlich liegt es daran. Und das wiederholen wir jetzt bis zu seinem Exodus. Ein 3- oder 4-mal treffen, ich weiß es nicht mehr. Die ganze Zeit diese Animation jetzt gefangen. Ich weiß nicht gerade nicht, wo wir ihn hintreffen, aber was soll man machen, wenn man ihn gerade mal bis zum Gesäß reicht? Ne? Was soll man machen? Nimmt, was man kriegen kann. Ja, ist es noch so schön. Aber so spart man unglaublich viel Munition. Ganz ehrlich. Langsam dürfte er ruhig ein erstes Mal in die Knie gehen. Okay. Okay, scheinbar kann ich 4-mal doch schlagen. Hält mehr aus, als ich dachte. Genau das meine ich ja. Unglaublich viel aus. Ich müsste meine Granaten richtig verschwenden, um nicht total dann die Shotgun-Munition verbrauchen zu müssen gegen den. Okay. Okay. Das wird doch länger dauern. Gut. Mal sehen. Gut. Und zweite Runde. Soeben eingeläutet worden. Steht er nicht mehr so günstig. Was soll's. Mann, Leitern sind echt ein bester Freund in diesem Spiel. Es ist unglaublich, wie die KI auf Leitern teilweise nicht klarkommt.
Ah, ich würde jetzt gerne einen Witz erzählen, um das vielleicht alles ein bisschen aufzulockern hier, aber mir fällt gerade keiner ein. Also lassen wir das und konzentrieren uns weiter auf das Gesäß dieses übergroßen jungen Monsters. Die alten Monsters? Keine Ahnung. Wie alt werden eigentlich die Gigante? Keine Ahnung. Waren das eigentlich auch mal Menschen? Also wenn ja, dann extrem deformiert. Wow. Dürfte bald. Ja, vielleicht noch ein, zwei Mal. Na bitte. Wollen wir jetzt keinen Fehler machen? Gut, das war's. Jetzt noch den Weg, bevor die Dampfwalze einen Matsch macht. Und das war's. Ich hab's auch gesagt, es ist ungewöhnlich. Aber das ist der absolut beste Weg. Geringstes Risiko und geringste Munitionsverschwendung. Wow, nochmal ein bisschen Munition. Sehr gut. Ach, jetzt kommt diese Höhle. Ach, verdammt, jetzt kommt diese Höhle schon. Okay, das wird jetzt schwierig. Ich versuche durchzulaufen. Aber das kann in einer Katastrophe enden. Das kann in der Katastrophe enden. Weil diese verdammten Biester einen manchmal kriegen. Das hier schon. Nein, das muss jetzt echt nicht sein. Ach komm schon. Ach, genau das meine ich. Die kriegen dich, obwohl das optisch echt nicht so aussieht. Wir haben eine übertrieben große Wurfreichweite. Ich sollte lieber... Oh shit, ja. Ja, das wird nichts. Das wird nichts. Guckt euch das an. Guckt euch das an, Alter. Geht nicht anders. Ja, keine Chance. Oh, wow. Okay. Ja, krass. Das kann gegen die passieren. Ha. Ich muss bald auch mal mit einer Granate in der Hand laufen. Das ist echt schwer. Aber die alle zu bekämpfen, wäre absolute Munitionsverschwendung. Also versuche ich es nochmal. Mir später die Shotgun-Munition. Ja, genau das meine ich. Wow, die Wurfreichweite. Das ist unglaublich. Fast außerhalb des Bildes und trotzdem hat er nicht gekriegt. Ja, es sind schon hinter mir. Ach, das ist unglaublich. Ja, das ist absolut unglaublich. Komm schon. Ach, Lien, komm schon. Meine Güte. Ja, das Problem ist, ich muss das Ganze... Nein, komm! Ach, weil ich da hängen bleibe. Das gesehen, ich bin hängen geblieben an dem einen Abschnitt. Das ist ja unglaublich. Ja. Vielleicht doch. Munition zu Anfang nehmen. Ja, das war's. Tschüss. Oh, das wird jetzt ein mieser Tod übrigens. Ja, das ist. Oh man, hat die Säure sein Gesicht zerfetzt. Ja, das ist wirklich schwer. Das ist ganz schön schwer. Das Problem ist, eigentlich will ich nichts verschwenden. Da kriegt die Shotgun-Munition nicht, ja. Tja.
kriege ich die nicht? Unbelievable. Wäre zu schlecht. Bin ich schnell genug. Ich hole sie mir jetzt doch zu Anfang. Das macht keinen Sinn. Ja. Man joggt halt nur, anstatt zu laufen, ne, Lian? Werfe ich ihm jetzt schon eine Granate, bitte sehr. Nein, verzieh dich. Gut. Das war ziemlich gut. Da ist ein rotes Herb. Ja, muss ich mir später holen. Da ist ein rotes Herb. Ach, na herrlich, ey, ja. Natürlich. Kommen sie jetzt auch von vorn. Ja. Und das könnte es jetzt schon gewesen sein. Nein, ist es nicht. War aber knapp. Ach, meine Güte. Komme ich hier nochmal weg? Ist die Frage. Ach, das ist unglaublich. Ja, und er hat mich natürlich genau zurückgestoßen. Ja, zu den anderen nach hinten. Ja, vielen Dank auch. Vielen Dank. Die Stelle ist wirklich... Das ist eigentlich auch gar nicht schwer. Es ist nur Glück. Man muss ja halt ein bisschen Glück haben, dass der Gegner dich nicht andauernd trifft und dich nicht ganz ungünstig zurückwirft. Ah, ich will keine Munition hier verschwenden. Ich will nicht gegen die kämpfen. Ja, natürlich. Und dann noch die schlimmere Attacke. Krass. Natürlich. Ich ein Glück. Ich mal wieder ein Glück. Wie die dich kriegen. Das sieht überhaupt optisch nicht so aus. Das sieht gar nicht so aus, ne? Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, danke. Okay. Manometer, ey. Okay, vielleicht gebe ich jetzt doch mal gleich einen Schuss ab. Also das nervt. Ich wusste gar nicht mehr, dass mir da welche entgegenkommen. Ja, aber das war klar. Während du dann schießt, weil du ewig in der Animation drinne steckst, kriegen sie dich. Das ist das Problem. Also auch das ist kein adäquates Mittel. Das sind alles keine adäquaten Möglichkeiten. Ja, ja natürlich, während ich die anderen erwischt habe. Ach, das war's. Run, Leon, run. Ja, natürlich, hab ich ein Glück. Hab ich ein Glück, der Typ kommt mir direkt entgegen. Ja, es geht nicht anders. Wow. Diese verdammten Kreaturen. Ja, alter Schwede. Alter Schwede. Ja, alter Schwede, das ist unglaublich. Ja, das war jetzt eigentlich schlecht, muss man sagen. Eigentlich war das nicht gut. Puh, es hat zu viel gekostet. Weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Mann, das sind auch nervige Kreaturen, Alter. Unglaublich. Was tut man nicht alles, um Munition zu sparen? Was tut man nicht alles? Was tut man nicht alles? Ganz ehrlich. Was lässt man nicht alles über sich ergehen? Uff, 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 uff.
Wir gehen weiter. Ja. Also immerhin habe ich eine Menge Munition. Welcome. Got some rare. What are you buying? Is that all? Gut. Come back. Anytime. Keine normale Granate mehr. Bestimmt kann man da auch besser durchkommen, aber ich wüsste jetzt nicht wie. Mann, diese Kreaturen, unglaublich. Beim Sprung, wo man Quicktime-Event aktivieren kann mit X, der trackt. Da will ich nur an den vorbeikommen. Naja, jetzt geht's wieder los. Jetzt muss ich wieder zu meinem besten Freund, der Leiter. Gut, das ist wenigstens wieder einfach. Na komm. Gut. Das müssen wir schon mehr bemerken. Gut. Kommt schon, Leute. Und wieder mal ist ein blöder Axtwerfer das größte Problem. Ja, genau. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es? Unbelievable. Der Axtwerfer trifft mich. Und wo hat er geworfen? Diese. Wow, hab ich ein Glück. Ja, hab ich ein verdammtes Glück. Der Typ trifft mich. Ja, es ist nicht zu fassen. Ja, super. Das ist nicht zu fassen. Der Typ hat mich getroffen. Okay. Nicht so gut. Diese Axtwerfer. Güte. Ich gehe mir so auf die Nerven. Ich glaube, da ist kein Axtwerfer mehr. Ja, der schöne Vorteil. Dahin. Tschüss. Das ist dieser Junge. Glaube ich, sagen die. Alter, lass doch noch mal was, bitte. Ja, Gold. Kann ich heutzutage nicht mehr gebrauchen. Das hätte echt besser laufen können. Na gut. Damit müssen wir jetzt klarkommen. Okay, das ist gut.
Was? Leiter? Nö, alles klar. Ja, dann geht's jetzt gleich nach unten. Tja, kann ich nicht gebrauchen. Ich meine, am Ende ist Munition wichtiger als Herbs und als F8-Sprays, ob man es glauben mag oder nicht, bei solchen Runs. Denn Kräuter und F8-Sprays, also Herbs, bekommt man hier und da immer wieder, aber Munition... Ah, nein, ich weiß, was auch noch gleich kommt. Munition ist tatsächlich nicht so wahrscheinlich. Vielleicht kommen diese kleinen Kreaturen. Soll ich eine Flash werfen? Ah, ich muss überlegen, das kommt erst später. Okay, jetzt wird's auch tricky. Jetzt wird's auch ein bisschen tricky. Ja, er kann mich dadurch treffen. Er kann mich treffen. Ich kann ihn nicht treffen. Trotzdem. Gut. Wow. Ach, das wird jetzt uncool. Ja, was soll ich jetzt machen? Das klappt nicht. Na, spring schon! Darauf habe ich gewartet. So. Darauf habe ich gewartet. Ah, die Frage ist, soll ich das riskieren? Ja, was soll ich machen? Ich muss mir trotzdem Leben geben. Keine Wahl. Gut, aber jetzt bin ich eigentlich auf der sicheren Seite, glaube ich. Ich bin dafür eine Axt geflogen. Ist gar nicht so sicher. Den Kettensägenmann kann man übrigens auch so kriegen, aber das ist ziemlich knapp. Ich weiß nicht, ob ich das riskieren soll. Los gleich mal. Leitern vor der Win, ganz ehrlich. Genau. War ziemlich knapp. Ja, kommt nur einer nach dem anderen. Das hat. Nein! Was zum. Okay, das war so nicht geplant. Das ist unnormal. Dass er so viel einsteckt. Den soll ich leider wieder hinstellen. Wir wollen nicht mehr Munition verschwenden. Wir haben eh schon ein paar Schüsse abgegeben. Na komm. Okay. Puh. 4 Schläge. Der kommt hoch. Alles klar. Gut. Hier noch um die eine Bärenfalle.
Ich lock den einen Typ hier auch noch hin. Na komm. Eigentlich kann ich ihn auch so, glaube ich, kriegen. Ja, dann greife ich ihn an und dann stand das Messer mal wieder nicht. Aber ich glaube... Nee, der ist nicht so blöd. Was? Okay. Okay, das ist mir zu riskant. Was war denn das für ein Treffer? Was war das denn bitte? Okay. Also da hat irgendwas überhaupt nicht gestimmt mit der Hitbox. Das war absolut übertrieben. Ich weiß nicht, ob jetzt noch Gegner waren, wenn ich die Tür aufgemacht habe. Also da ist ein Kettensägen-Typ auf jeden Fall. Ach was, sieh mal an. Ja, hätte ich mal vorher nehmen sollen. Das kommt mir gerade gelegen. Hier ist eine Granate, soweit ich weiß. Nee. Hier war die Granate. Ich glaube, er ist hinter mir. Jo. Oh, wie schnell die sind. Gut, aber wir laufen davon. Wir laufen davon. Der verfolgt mich. Naja, aber wenn er nur bis hier. Ach. Okay. Okay, das reicht. Okay, alles klar. Ich habe schon verstanden. Ganz ehrlich. Ich habe schon verstanden. Ja, ja. Ich dachte, man kann das schaffen ohne. Die sind nicht immer so aggressiv. Schon verstanden. Na, immerhin. Guck mal, man hört immer noch die Kettensäge von dem Typen. Der steht da immer noch. Der steht da immer noch. Und wartet auf mich. Ich bin schon längst weg. Und gleich kommt die Fahrt durch den Minentunnel. Das ist auch immer so ein bisschen Hit or Miss. Ob das gut geht oder nicht. Ja, muss man sehen. Aber hier jetzt gut durchzukommen, das wär's. Gut, nehme ich gern. Ja, und los geht die Achterbahn. Bei den letzten hat man die besten Chancen, die Gegner fertig zu machen. Natürlich trifft er mich. Natürlich. Okay, danke sehr. Ich hasse diese. Das sind die schlimmsten Las Plagas. Abstand. Dann die Reichweite. Jo. Sehr schön. Und wieder. Und ich werde wieder getroffen. Ich werde wieder getroffen. Was ist hier los? Was ist hier los?
Was ist hier los? Ich werde wieder getroffen. Also der Aim von denen, das muss man denen lassen, ganz ehrlich, der ist ja ziemlich unglaublich. So, jetzt müssen wir schnell nach vorn. Danke, dass das nicht gut funktioniert hat. Ja, das hat auch nicht gut funktioniert. Das ist langsam nicht mehr so gut. Ich glaube, ich habe auch nichts mehr. Nö, natürlich habe ich auch nichts mehr. Hm. Ja, verwenden, das bleibt noch so übrig. Gut. Willst du was machen? Mann, wir die teilweise werfen können, ganz ehrlich. Was zum... Die Reichweite. Ja, natürlich. Das war optisch gar kein Treffer. Das war optisch überhaupt kein Treffer. Ja, ich wollte jetzt sofort nach vorne laufen, um mir auch da das... oder das Aidspray zu holen, das da lag. Okay, also heute haben wir echt den Tag der seltsamen Hitboxen. Erst der Feuerangriff von dem einen Typen und dann jetzt das hier. Okay. Also das kann eigentlich alles gar nicht sein. Okay. Das war optisch kein Treffer, aber ist in Ordnung. Ganz ehrlich, ist in Ordnung. Nein, das sollte nicht sein. Immer die Schüsse so anbringen, dass wir mehrere Gegner treffen können. Treffen viel besser als man denkt. Natürlich. Natürlich! Ja. Ach, komm schon. Laufen. Lien, du sollst nach vorne springen. Okay, das war knapp. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Das gibt's nicht. Die Gegner haben doch die unglaublichste Reichweite entwickelt, oder? Die treffen mich ja aus jedem Winkel langsam. Das gibt's ja gar nicht. Nö, das nehme ich doch nicht. Also das ist mir langsam echt zu blöd hier. Ja, na komm. Ich dachte schon, er triggert das nicht. Okay, wir nähern uns dem Ende. Nur noch ein unglücklicher Treffer mit der Axt von diesem einen Typen kann uns killen. Was er schaffen könnte. Und hasta la vista, Baby! Na komm, Lien, du schaffst das. Na komm.
Ja, das war die Minenfahrt. Ha, da hinten liegt noch Gold. Ja, okay, das war doch ein bisschen anstrengender als erwartet. Vielen Dank nochmal an den einen Kettensägen-Typen. Das war ein toller Treffer, wirklich. Na gut. Ich muss da nicht hin. Und weiter geht's. Mann, das nervt auch. Ach, jetzt kommt der, dieser Turm. Okay. Ach ja. Nee, gespeichert wird jetzt nicht. Oder? Obwohl... Ah, ich halte gar nichts aus. Die müssen mich nur einmal treffen. War hier ein grünes Herb? Ich weiß es gar nicht. Weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht muss ich Dr. Emma speichern. Jetzt die Frage, war hier irgendwo ein grünes Herb? Ja, jetzt geht's los. Benutzen wir die Leiter, so gut es geht. Der ist nochmal blöd und springt hier runter, aber manchmal greift er dich auch direkt an. Gut, hervorragend, genau das wollte ich. Darf niemand kommen. Ich glaube, ich muss gleich doch einmal speichern. Nachdem die beiden hier tot sind. Aber die springen da hin und her. Bisschen riskant, was ich hier mache mit so wenig Leben. Ich will das Herb nicht verbrauchen. Na komm. Gut. Ah, natürlich springt er nicht runter. Danke. Ja, noch lachst du. Noch lachst du. Äußerst gefährlich. Speichere ich mal am besten. Nicht hier. Stuff.
Gut, jetzt haben wir somit auch eine Art Quick Save, obwohl es war ja ein normales Save, aber es funktioniert jetzt wie ein Quick Save. Das heißt, diese Gegner sind jetzt immer tot, wenn wir den Speicherstand hier laden. Das heißt, wir haben es mit weniger von diesen Leuten zu tun, weil das wird ja anstrengend genug. Diese Morgenstern-Typen müssen mich noch einmal treffen. Ja, oder so. Vielen Dank übrigens. Vielen Dank, das tat weh. Er springt nicht mal. Na komm. Wir wollen sie alle hierher locken, nach und nach. Okay, ich sehe schon. Dass da noch jemand runterspringt. Ich glaube, ich muss mir gleich doch. Da hinten ist das Aidspray. Oh shit, das ist nicht so gut. Ah, vielen Dank, Kumpel. Vielen Dank. Er springt tatsächlich runter. Das wäre jetzt cool, wenn jemand von denen. Ja, bis er so ein Kraut droppen würde. Ich will das eigentlich nicht verbrauchen. Na? Nämlich diese Armbrustschütze da oben. Ach, das ist unglaublich, ey. Okay, das ist jetzt leider ein bisschen Munitionsverschwendung. Gut. Das ist nur, damit ich jetzt nichts verbrauche. Ja, jetzt wird auch schwierig. Okay, das ist unmöglich. Okay, alles klar. Vielleicht war es besser so. Ich habe zu viel Munition verbraucht. Okay, interessant. Ich glaube, ich kann vor dem nicht zurückweichen. Das Problem ist, ich will das nicht verbrauchen, weil ich weiß... Im nächsten Raum ist ein gelbes Herb, also ein gelbes Kraut. Ich will das nicht verbrauchen jetzt. Ich brauche das. Ich muss das anders machen. Ich muss das anders machen. Er hat mich gesehen. Jetzt kommt er jetzt. Vielleicht muss er mich nur bemerken. Na komm, spring. Geht der nicht mal. Wir wollen nicht. Okay. Ja, und sie sind auch da. Nee, nicht. Der da oben hat reagiert immer noch nicht. Krass. Das ist Munitionsverschwendung.
Na gut, müssen wir jetzt so machen. Sind drei unten? Ich glaube, ja. Nee, alles klar. Shit, der wird nicht springen. Gut. Ich habe zu viel verloren an Kräutern. Ich muss das hier riskieren. Eigentlich ist es ganz einfach. Der nächste Raum wird viel schwerer. Da lassen die nicht mal ein Kraut oder sowas, ne? Das ist unglaublich. Es wird nicht mal was hinterlassen. Ab wann reagiert denn dieser Typ mal auf mich? Sobald ich rüberspringe, muss ich ihn treffen. Oh, er hat reagiert. Alles klar. Okay. Hätte ich gar nicht machen müssen, glaube ich. Na komm. Gut. Der braucht aber ewig, bis er irgendwas macht. Wir können die ganze Zeit hier hinten reinlocken. Die ganze Zeit. Ja, natürlich passiert sowas manchmal auch. Ah, das dauert jetzt leider ein bisschen. Am Ende wird das zu unserem Vorteil sein. Da muss man solche Passagen so über sich ergehen lassen. Ha! Er springt nicht. Okay, dann weiß ich, was ich mache. Das bringt's nicht. Springt hier scheinbar nicht hin. Okay. Tatsächlich. Okay, Typ. Wie du willst. Ebenso. Ach, das dauert ja ewig. Okay. Mal gucken. Mhm. Ich glaube, die springen jetzt gleich. Mir war nichts, ne? Die dürfte nicht sein. Okay. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ja, hätte ich ihn jetzt nicht gestunt, hätte er geschlagen, dann wäre es vorbei gewesen. Wo ist der eine Typ hin? Ach, alles klar, okay. War da hinten jemand? Nein, ich glaube nicht. Da oben sind noch welche. Oh shit, oh oh oh. Ja, das hätte ich verhindern müssen eigentlich. Das hätte man verhindern müssen.
bin ich mir unsicher. Manometer. Wie musst du denn sofort da hochgehen? Ich kann das einfach aktivieren, aber da ist noch ein Gegner. Na, willst du reagieren? Okay. Ach, könnte ruhig ganz runterfallen, ganz ehrlich. Ja, was zum... Okay, wo ist er hingesprungen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Okay, das wird jetzt möglicherweise. Weil ich weiß, kommen sofort hier Gegner, wenn ich runterspringe. Gut. Ich glaube, sie können nur von hier kommen. Nee, da kommen näher. Wenn wir die Typen springen da. Deswegen springen wir jetzt lieber auch und wir laufen um unser Leben. Das wird wohl das Allerbeste sein. Run, Leon, run! Na, komm schon. Mach's nicht so spannend. Ja, guter Versuch. Okay. Jetzt kommt ein cooler Raum. Aber das Gute ist, das ist die letzte schwierigere Konfrontation, bevor wir gegen Salazar kämpfen. Weil Salazar wird... Oh Mann. Naja. Salazar wird unglaublich anstrengend. It's terrorism. Na, was sonst? Ach ja, und? Ja. Oha. Und? Ja, uns hätte umgebracht. Das wäre in den Hals gegangen. Ja, und los geht der Spaß. Jetzt werde ich das machen.
Deswegen ich es mir überhaupt im Raum davor so schwer gemacht habe. Soweit ich mich erinnere. Genau deshalb. Genau deshalb habe ich das aufgespart. Das war zu wichtig. Gut. Das war mir viel zu wichtig. Trotzdem, ich habe kaum noch was, um Leben zu geben. Gut. Ich weiß hier, also im Moment gar nichts. Ich weiß, hier ist noch ein Kraut weiter oben. Aber sonst ist da nicht mehr viel. Ja, da kommt der eine Blendenmann. Ah, ich kann eigentlich zugucken, wie er dadurch wahrscheinlich platt gemacht wird. Oh wow. Da muss ich nochmal warten. Gut. Ja, jemand ist runtergesprungen. Jemand ist runtergesprungen. Oh, wow, okay. Das war irgend so ein Penner von weiter oben. Mit einer Dynamitstange. Ja, schön, der greift einen immer. Ja, der kriegt einen leider. Muss ich ein bisschen Glück haben, dass die wieder mit Stein trifft. Muss jetzt die Typen, die von unten kommen, mich umbringen wollen, erstmal mit den ganzen Fässern killen. Der kann mich so nicht treffen. Ah halt, möglicherweise kommen welche. Ja genau, ich wusste es. Ja, ja. Noch mehr. Ich höre so viele Stimmen, also ich bin unsicher. Noch einer durchgekommen? Gut, der nächste ist tot. Blattgewalzt. Mann, man kann das ja echt wunderbar nutzen, um die alle platt zu machen. Ich glaube, das war's. Schicken wir einen noch zur Sicherheit. Gut, jetzt müssen wir uns gleich den da schnappen. Hervorragend. Ich glaube, gleich kommt ein Quick Save, weil ich in den Aufzug gehe. Ich glaube, das war so. Okay. Ja, jetzt wird nochmal ziemlich schwierig. Ah, ich muss an die Armbrustschützen denken. Ja, ich meine, das ist jetzt ein Save. Der erste ist hier? Ich weiß es nicht mehr. Das ist das Problem. Ja. Okay. Okay, der nächste war hinter mir. Ja, das ist ja sehr nett. Gut. Ja, da lohnt es sich auch.
Und was die aushalten. Mann, meine Fresse, geh doch in die Knie. Okay, das war ganz gut. Durchgekommen, ohne einmal getroffen zu werden. Trotzdem, eigentlich gibt es normalerweise auch jemanden, der Kraut fallen lässt, aber Pech. Ja, das ist nicht besonders viel Munition, muss ich leider sagen. Geht. Gut. Ich glaube, das war alles. Mann, dieser eine Armbrustschütze. Der war genau auf der anderen Seite. Ja, wenn man nicht mehr genau weiß, wo welcher Gegner steht. Auch unnötige Gegentreffer wieder dadurch gekriegt. Gut, aber hey. Das ist ein echter Erfolg schon mal. Salazar erreicht. Nur mit Schrotflinte. Only Shotgun. Knife and Grenade Run. Salazar is at hand. Ach, ich nehme das einfach auf. Werf es weg. Puh. Kombiniere ich das? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich einen Treffer aushalte. Nee, ich lasse es erstmal noch so. Kann ja alles auch später machen. Welcome. Hast du noch ein Upgrade für mich, Typ? Ja, das kommt. Also es wäre jetzt eigentlich ganz wichtig, das zu machen, wenn man jetzt schon einen Exklusivvorteil bekommen würde für die Schrotflinte, aber den bekommt man tatsächlich nicht. Gerade nach Salazar erst. Dabei wäre das so wichtig, das bedeutet nämlich, mit dieser Schrotflinte macht man denselben Schaden über Fern wie im Nahkampf. Das bräuchten wir jetzt eigentlich, aber nö. Aber nö. Na gut. Na gut, immerhin bis hierhin doch geschafft. Sah teilweise echt düster aus.